Dein Achtung. Steffi. Ja? Du bist ein Schwarzer. Ja, schon immer. Verdammt. Das ist der Quotenschwarze. Ich gehe auch immer als erstes drauf. Du bist nämlich das Kanonenfutter, weißt du. Steffi. Hm? Kanonenfutter, du wirst ja als erstes sterben. Ich bin Javelin-Schütze. Auf mich müsst ihr mehr Acht geben als auf eure Medics. Hammerhead 1-3, bitte bei Hammerhead 1 Helden. Ende. Komplette Squad oder? Gerade auf Track, das Ding haben wir irgendwo Munitionskisten? Wo sind die eigentlich, die Munitionskisten? Steffi, ja? Hast du Smudo irgendwo gesehen? Okay. Smudo war eben noch da vorne vorm Eingang. Was war's für ein Schütze? Normale? Ne, Grenadier. Links geht. Ja? 1-3 nach ganz links. Von dir aus oder von uns aus links? Von uns, von euch aus links. Nach ganz links. Ja, gut. Ja, geht nach ganz links, geht nach ganz ja, links. Ja, passt doch. Rusa, kannst du machen? Nee, ihr seid noch nicht ganz links. Der 1-1 oder ich verstehe ja kein Wort, ey. 1-3. Ihr geht zu den anderen. Smudo, ja, Volta. 1-3 ist jetzt von uns aus gesehen ganz links. Ja. Ja. Perfekt, jetzt kann ich auch endlich mal den Schnitt machen. So. Hintereinander, Linie. Zwischen Julius und Sabusa, alles in den ersten Bradley. Das ist der von Brainslash. So, im ersten... Was ist das jetzt? Justice, Stan. Achtung, vor uns Platz machen. Jo. Einer kriegt da noch einen Javelin, Walter. Ja, ich bin noch weg. Und Fahrer verletzt. So, der Rest Infanterie Richtung Ost jetzt. Wir wiederholen bitte. Schneller. Oder also anschließen, wir gehen hinterher. Zu deiner Info, ich habe ebenfalls eine. So. Ja, wir haben halt 1-1 am Kontakt auf der Straße, kommen schnell näher, nur noch 100 Meter. Hammerhead 1-1, Sie haben Feuerfreigabe, wenn diese gefährlich für uns sind. Ende. Achtung, 3:30 müssen wir Kontakt haben auf der Straße. Walter, Sie wieder einpacken, die CLU. Alles klar. Wie viel Grad? Steffi scannt weiter. Oben an der Straße müssen die sein. Also Richtung 3:30. Soll ich schon mal eine Javelin schnell bereit machen? Nein, Steffi weiter mit der Javelin ja. Und weiter ja. Mit dem Gewehr. Richtung 3:30 oder Richtung Stadt? Das dauert nur, bis man eine Javelin bereit hat, ja? Stand by. Nein, Steffi weiter. Ja, ich hab grad Funks. Scan Richtung Stadt oder scan Steffi Richtung 3:30? Weiter, ja. Alles, nee, du Richtung Stadt. Wir haben Kontakte, feindlich auf 3:30. Schuss, runter. Schuss! Ja! Was war das? Von wo kam das? Aus der Stadt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Bruder von 1,30 Dollar, bin ich mir, aber da hab ich nichts gesehen. Hab ich jetzt gefunkt? Ich hab nur zum Schluss was gehört. Das hat übrigens auf, hier kommt der Schuss rein. Vielleicht hat er zu uns ist. Bradley, auf den Bradley. Zieht sich auch schon zurück. Kontakt nah! Okay, Kontakt nah. 45 Grad. Ja, positiv. Wir haben Kontakt nah Richtung 050. Wir hören den Bradley hier ganz gerne nach vorne haben bei uns. Wie nah waren die? Wie viele Meter? Circa 50 bis 70. Wie viele ungefähr? Ich konnte einen erkennen.
Unsere rechte Seite ist gedeckt durch ein Dings hier. Wir halten linke Seite im Auge. Der war hier voraus neben dem Stein. Du hast die CAT drin, nicht bewegen. Hammer, Motor aus. Okay. Ja, hier ist MN13, wir haben mitgehört, werden gleich den Bentley besteigen und dann zur Straße zu kommen. Oh. MN hat verstanden, Meldung, wenn Baller eingestiegen wird. So, guck mal, ob du hier was ja, das Ding ist echt... Okay, Jungs, gleich in den Bentley einsteigen, wir fahren hier weg. So viel zum Thema Kanonenfutter. Ja. Ja. Walter, Steffi, alles klar, wir sind drin, alle drei Mann drinne. Alles klar, Fahrer ausrichten, 320. Negativ, 280. MN 13, wird bestiegen. Da ist er. Was? Oh, schöner Schuss. Ah, der sieht echt aus, Steffi, warte mal. Scheiße, Taliban, Scharker, Sperrfeuer wäre nice, Ali und ich, wir kriechen gerade nach vorne, das ist nicht so schön.